So, da bin ich zurück. Wir haben in der Zwischenzeit sogar noch was gegessen. Und ja, wir haben das nächste Match. Und es ist ein Mongolen-Mirror-Matchup. Einmal mit dem Spieler hier in Blau. Das ist Smoke. Der gerade sein Townsend darüber versetzt. Geile Geschichte auch beim Mongolen-Spieler in Rot. Und das ist der Spieler vom letzten Match. Das ist Bonchwas Honor. Uns doch gerade direkt noch den Speed-Boost. Scout jetzt die Map ab. So, jetzt bin ich wieder voll einsatzbereit. Ja, wir haben damit Mongolen gegen Mongolen. Beide haben einen Khan, beide haben die gleichen Möglichkeiten, beide haben nicht die Möglichkeiten, Mauern zu bauen. Bin mal gespannt, wer sich da als der stärkere Mongolenspieler heraussticht. Ich kann es ja noch ein bisschen aufholen, das Reap ist nicht 100% live, bin ein bisschen spät reingejoint, aber nur minimal. Wir sind nahezu live, zumindest so live, wie es mit der Grundverzögerung sein kann. Auf jeden Fall hier Obo am Start und geile Geschichte hier. Hier tatsächlich auch das Obo am Town Center mit dran. Das Town Center ist so gesetzt, dass die Steine direkt auch mit dabei sind. Das ist hier ebenfalls der Fall bei Honor. Noch ein Ticken weiter weg. Das ist einmal eine rundherum zentrale Kammer. Man möchte ja natürlich auch mit dem ersten Town Center das Obo verteidigen können. Das heißt, es sollte schon irgendwo in der Nähe sein. Wir sehen einfach die Khans da unterwegs. Aktuell Wirtschaft 14 zu 13. Smoke sagt mir leider gar nichts. Ich weiß nicht, wer Smoke ist oder wie gut er ist. Smoke 7210. Ich weiß nicht, ob die Nummer zum Namen dazugehört oder nicht. So, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Khan Harassment, wie man sieht. Versucht einen Dorfbewohner zu kriegen. Was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. So, jetzt sind wir wieder live. Jetzt kann ich das Replay nicht mehr vorspulen, denn jetzt ist das Replay im aktuellen Stand. Es ist ja kein Replay, es ist ja ein Live-Match. Also es... Ich glaube, ein On-the-Fly-Replay mehr oder weniger. So, und Honor macht er tatsächlich weiter. Also sein Khan ballert da immer noch auf die Dorfbewohner von Smoke. Und von Smoke, ja, einzige Reaktion, die er zur Verfügung hat, ist, den weglaufen lassen. Dass er dann halt nicht stirbt, weil das Gold hier draußen wird auf jeden Fall immer noch belagert. Wir lassen gehen jetzt beide natürlich auf ihr zweites Zeitalter. Und beide mit demselben Wahrzeichen. Mit dem silbernen Baum. Na, das ist jetzt auch jeder Khan mit am Start, aber der muss aufpassen. Der steht am TC. Kriegt ein paar Pfeile ab. Das ist ein Honor. Mal schauen, ob er da einen Kill schafft. Er versucht es auf jeden Fall. 8 Damage, 6 HP. Also 3 Schüsse werden es noch. Ne, schafft er nicht. Das ist ein Kassier, der selber auch einige Pfeile. Wurde auch sogar direkt eingeladen. Also Smoke lässt sich auf jeden Fall von sowas nicht zu sehr irritieren. Bisschen nervt schon, weil die Dorfbewohner dann natürlich auch weiterhin angeschlagen sind. Man hat keine normale Regeneration von diesen Dorfbewohnern. Da läuft dann einer rum, dem es nicht sonderlich gut geht. Ich weiß nicht sicher, wo... Ach, da hinten steht er. Er steht auch aktuell sich untätig rum, wenn ich das richtig sehe. Also der arbeitet nicht. Und das ist eine gleiche Geschichte, wird jetzt auch mal zurückgegeben. Also auch Smoke hat jetzt mal Bock, die Dorfbewohner von Honor zu belagern. Er zieht den deutlich früher schon weg. Nächstes Zeitalter ist jetzt auch da. Das heißt, jetzt macht der Kollege mehr Schaden. Jetzt muss man auf einmal aufpassen. Das wird einen Dorfbewohner kosten. Und der zweite ist auch nochmal angeschlagen. Also Honor hält hier einfach voll drauf mit seinem Khan und versucht da mehr und mehr Schaden zu machen. Und eventuell kriegt er da nochmal einen. Schaf, wenn das ein Schild einfach nimmt dann und grast ein wenig. Interessiert sich nicht für solche Kriegsspielchen. Das Schaf steht da drüber. Und für Smoke auch ein bisschen später das zweite Zeitalter. Da hat Orn auf jeden Fall jetzt einen kleinen Vorteil. Blockiert den nämlich die ganze Zeit das Mining, macht hier guten Damage, hat eine Dorfbewohner bekommen. Wir sind jetzt bei 21 zu 20, also wirklich ein minimaler Vorteil. Aber insgesamt im Einkommen... Gleich viel Stein durch das Obo natürlich. Vorne mit etwas mehr Holz, dafür leicht mehr Nahrung bei Smoke und Gold ist Hin- und Herverschiebung, je nachdem wie wichtig es gerade ist. Natürlich die ganzen angeschlagenen Dorfbewohner. Und hier inzwischen auch ein paar untätige Dorfbewohner bei Smoke. Oh, jetzt gibt es aber das Khan vs. Khan Battle. Und der Khan von Honor ist angeschlagen. Dem von Smoke geht es ein bisschen besser, das heißt, das ist ein Fight. Ja. Ist halt die gleiche Movement Speed und gleiche Range. Sieht halt nicht dämlich aus, aber so funktioniert das halt. Aber wobei, der hat sich gerade ein bisschen vom Baum zerblocken lassen. Gut, der Sichtblocker tatsächlich, der kommt Honor da zur Hilfe. Weil da hatte gerade der Khan die Sicht verloren. Konnte damit nicht nachsetzen mit dem weiteren Schuss. Zudem wäre jetzt eh Unterstützung angelaufen mit den ersten beiden Mangudai. Dann könnte das Spielchen hier gleich noch weitergehen. Da kommt entsprechend jetzt auch endlich ein Außenposten, um das abzusichern. Der wird da dringend benötigt, ansonsten sterben da gleich mehr Dorfbewohner.
So, hier der nächste Außenposten auch, um sich abzusichern. Bei Honor währenddessen sehen wir, da geht die Handelskette los. Das wird dann hier auch gleich passieren. Ticken später, glaube ich. Wobei, hier sind noch keine Händler unterwegs, tatsächlich, bei Smoke. Also hat er noch nicht direkt das alles mit bei. Ja, hier der Außenposten, der hilft wirklich. Der ist mega wichtig, um die Dorfbewohner hier am Leben zu halten. Können da sofort rein und damit der Außenposten wehrt sich und vertreibt diese Einheiten. Die nächsten Mangudai hier treffen auf zwei gegnerische Mangudai. Kein gutes, oder das Fokus war ja gar nicht gepasst. Die zwei Mangudai haben jetzt den anderen angeschossen. Und wie man sieht, auch hier das Problem, gleiche Movement Speed, gleiche Range. Man muss halt einmal kurz in Range kommen und dann werden Pfeile abgetauscht. Es gibt jetzt hier auch ein bisschen Counter mit dem Khan, der hier unterwegs ist. Aber der rennt gerade eher mehr oder weniger durch, macht jetzt nicht wirklich viel Schaden. Und er sammelt jetzt erstmal seine Truppe. Währenddessen der Khan hier noch solo unterwegs ist, gerade von Smoke. So, hat jetzt aber auch seine eigenen Mangudai. Also Smoke auf jeden Fall konnte das stabilisieren, war ein bisschen ärger. Und wir haben jetzt 32 zu 25 allerdings. Also in der Wirtschaft gab es doch Unterschiede. Honor hat da konstanter, glaube ich, weiter seine Dorfbewohner gebaut. Baut auch immer noch. Bei Smoke hingegen, na, ist jetzt, da kam jetzt wieder was mit dazu. Aber da gab es ein bisschen Stillstand dazwischen, weil so viele Kills hat Honor nicht gemacht an den Dorfbewohnern. Er hat sie angeschlagen, aber hat sie nicht erledigt. Müssten auch noch irgendwo hier rumschwören. Ja, das sieht man der zum Beispiel mit seinen... Wie viel sind das noch? 2 HP. Also den kann irgendwas anhusten und der fällt tot um. Jetzt erstmal Angriff geplant. Smoke möchte hier mal beim Gegner vorbeischauen. Der Außenposten wird gerade so rechtzeitig fertig. Und wird dann wahrscheinlich auch direkt benötigt. Gegen die Mangudai, die hier angreifen. Jetzt kommt Honor zurück, möchte darauf antworten. Natürlich immer ein bisschen darauf aufpassen, wenn man auf der Map unterwegs ist. Der Gegner hat das bessere Reinforcement. Weil das natürlich an dessen Basis spawnt und damit direkt quasi an der Front, die da entsteht. Ressourcentechnisch... Es hält sich immer noch recht die Waage. Es sind noch keine Riesenunterschiede mittendrin. Da unten weitere Außenposten. Also das macht Ona jetzt wieder seine Außenpostenparade. Wobei das eher noch zum Absichern ist. Hat auch hier den Außenposten, um seine Händler noch zu beschleunigen. Und der Außenposten ist auch gerade rechtzeitig fertig, um die Mangudai zumindest denen zu entgehen. Er kann die nicht snipen, aber er weiß jetzt, wo sie sind. Und er kann darauf reagieren. Smoke natürlich jetzt auf bestem Kurs, um die Händler anzugehen. Wobei die aber gerade alle weggelaufen sind. Die ersten kommen jetzt gerade wieder angelaufen. Und Honor's eigene Mangudai sind jetzt hier unterwegs und wollen da mal den Abfangkurs setzen. Da ist jetzt auch die Aura mit dabei für Bewegungsgeschwindigkeit. Da kommt die Konter-Aura für auch mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Die Händler waren kurz angeschossen. Aber jetzt ist es ein Mangudai-Battle. Und Honor, wie gesagt, er hat das bessere Reinforcement. Das heißt, das ist ein Problem für Smoke. Er flieht nämlich jetzt zuerst seine Einheiten. Damit ist der Fight quasi ein Snowball-Effekt. Da wird Smoke Stück für Stück abgeräumt. Da wird nichts von seinen Einheiten überleben. Vielleicht kommt der Khan da raus. Ne, wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Ne, der Khan kriegt nochmal einen Volley ab. Und nach dem nächsten Volley ist er down. So, Smoke flieht einmal seine gesamte Truppe hier. Das ist mega bitter für ihn. Militär 4 zu 10 steht jetzt in 35 zu 31 jetzt in den Dorfbewohnern. Und Honor schiebt sich da weiter mit den nächsten Türmen vorwärts. Ja, da ist er. Das macht er recht bestimmt. Also er mag seine Flächenbeherrschung über diese Außenposten. Macht ja auch Sinn irgendwo. Wenn man keine Mauern hat, zumindest wissen ist schon mal ein guter Anfang. Kasane kommt mit dazu. Und ja, silberner Baum. Mit den Händlern bist du hier mit der Doppelhändlerproduktion natürlich möglich. Die Handelsroute ist tatsächlich von der Länge her gar nicht schlecht für Honor. Mit 51 Gold, das ist solide. Wie sieht es hier aus? 41. Und da ist noch ein Wolf, der noch lebt, der die Händler gerade stört. Also da kriegt Smoke gerade noch ein bisschen mehr Ärger. Und Honor ist auch selber jetzt auf Kurs. Man sieht, dass unten kommen die Mangudai angelaufen. Auf Kurs, um die Handelsroute zu stören. Wird er wahrscheinlich gerade noch kurz Smoke einen Gefallen tun? Vielleicht den Wolf ausschalten? Nein, stattdessen... Oh, die Mangudai von Smoke haben gerade noch kurz auf den... Wolf geschossen, hat ein bisschen DPS verloren. Aber konnte nicht an, dass Honor ihm da gerade direkt zwischenfunkt. Er hat selber die Vision nicht so ganz. Wenn wir dann die Smoke Vision gehen, er sieht dann eben. Jetzt sieht er was. Jetzt ist der Außenposten hier fertig. Man sieht, wie viel das. Es ist unfassbar, wie viel Vision-Reichweite die Dinger haben. Wie weit die sehen können. Wir sind jetzt dabei 33 zu 43. Also Honor nach wie vor am Pushen mit den Dorfbewohnern. Stärkere Eco aufbauen. Da geht es auch dann Richtung neue Goldmine. Und hier wird die Nahrung gesammelt von den Rehen und dafür oben. Erst wird die Handelsroute blockiert. Und damit sichert sich Honor hier weiterhin eine bessere Economy. Weil es der einzige andere Handelsposten im Anlaufen könnte, wäre hier unten. Und zudem kommt Smoke ziemlich sicher nicht. Mit den eigenen Händlern momentan. Das ist ärgerlich. Wobei er nicht so viele Händler hat tatsächlich. Das waren seine ersten zwei. Und da lebt jetzt auch nur noch einer. Honor hingegen ist da schon etwas weiter. Und produziert, glaube ich, auch immer wieder, wenn er das Geld dafür hat. Er ist jetzt erst bei 11. Er hat die volle Stufe 3 Seitenstraße. So, Honor skaliert hier auf jeden Fall schneller weiter als sein Gegner. Das wird gefährlich für Smoke, weil es ist halt ein Mirror-Matchup.
Da kann man nicht einfach so mit plötzlich überraschendem Tech von der Seite kommen und irgendwie einen Fight ausgleichen. Man hat halt wirklich die gleichen Werkzeuge. Und hier die Werkzeuge sind jetzt Mangudai gegen Mangudai. Da soll es einen Fight geben. Hier natürlich noch Aura mit dabei. Die Gem-Aura für Bewegungsgeschwindigkeit und Honor ist mit dem Mangudai alleine. Hatte ich den Khan gar nicht mit am Start? Wo ist sein Khan überhaupt? Der liegt anscheinend. Doch, er ist. Ne, das war gerade der Pfeil von Smoke tatsächlich. Also Honor wird jetzt selber hier abgeräumt. Ich weiß nicht, wo sein Khan war. Ach, da. Er kam gerade noch mit dazu. Er war nicht schnell genug. Und die Mangudai hier ballern jetzt. Oh, das ist noch ein bisschen ein Problem gerade für Smoke. Da muss aufpassen, sonst wird den Khan gleich nochmal. Weil der läuft natürlich voraus in der Formation und wird tatsächlich weggesniped. Oh, ist ein bisschen bitter gelaufen. Am Ende, der kann respawnen, man hat ihn halt 2 Minuten nicht, das nervt ein bisschen. Aber bekommt trotzdem die Mangudai von Honor hier Stück für Stück. Damit hat Honors Harassment-Spielchen jetzt erstmal ein Ende. Ist dabei 57 zu 46. Nach wie vor Honors Wirtschaft ist deutlich krasser als die von seinem Gegner. Der macht auch wieder sein Türmchen-Spiel. Also auch gegen die Mongolen. Flächenkontrolle mit den Türmen. Einfach, es ist einfach, man kann diese Sichtweite einfach so gut ausnutzen von diesen Türmen. Man sieht, von wo der Gegner gelaufen kommt und das schon von Weitem. Und da wurde die Handelsroute umgestellt für maximale Distanz. Da ist aber noch ein Wolf dazwischen, der für ein bisschen Ärger sorgt. Der müsste noch zerlegt werden und hier ist natürlich auch kein Turm. Die Türme boosten schon auch gut. Die Bewegungsgeschwindigkeit von den Händlern, damit die eben schneller vorankommen. Hier wurden nochmal ein paar Pfeile abgesetzt. Hier an der Nahrungssammelstelle wurde das schon eingeladen. Und damit kriegt Honor jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Aber er hat eigene Mangudai mit einem Khan hier am Start. Der Gegner hat gerade keinen Khan. Das heißt, er hat den Vorteil für den Pfeil, hat aber, glaube ich, gerade weniger Einheiten in dieser Position. Das ist ein gutes Trüppchen. 14 zu 9. Und die Handelsroute momentan wird erstmal noch vom Wolf belagert. Der wird jetzt auch weggesniped. Aber Honor hat hier gerade nicht genügend Einheiten, um das so direkt loszuwerden. Hier sind die nächsten Einheiten abgestellt. Und da geht es natürlich auch wieder zur Sache. Die Handelsroute, da gibt es den Turm gegen den Turm. Das sieht auch lustig aus. Und unten, der Turm sieht natürlich, dass die Mangudai sich alle noch aufhalten. Ein paar davon sind angeschlagen. Da kommt ein Honor-Händler entgegengelaufen. Der versucht jetzt zurückzuziehen. Und Honor sucht nach einem guten Moment, wo er genügend Einheiten hat, um diesen Fight hier zu starten. Jetzt hat er genug. Jetzt hat er selber 14 Mangudai mit dem Khan. Das heißt, er hat die Möglichkeit des Pfeils, den er noch nutzen kann. Der nutzt den jetzt auch. Und das ist eben für schnelleres Nachladen. Damit rennen die Mangudais durch die Mangudais. Ist es nicht schön? Aber der Khan fällt, trotzdem gewinnt Honor den Fight einfach durch diesen Attack-Speed-Boost. Kann einfach so viel schnell angreifen. Man sieht, das ist ein ziemlich deutlicher Sieg. Bei ihm bleiben da dann doch 12 Mangudai blieben bei ihm übrig. Also er hat den Khan verloren, aber dafür Mangudai technisch deutlich besser getradet. Dafür kriegt die direkt wieder Probleme. Er versucht trotzdem nochmal einen neuen Turm außerhalb des vorigen Turms zu bauen, aber schafft es nicht. Der wird gestoppt. Zumindest ein bisschen, was der Smoke da finden kann. Und da die Mongolen natürlich auch sehr ranged-heavy unterwegs sind, mit den berittenen Bogenschützen, den Mangudais und dem Khan. Da ist nichts da, was vernünftig Schaden gegen Gebäude macht. Das heißt, diese Türme stehen hier quasi ewig. Und bei Honor jetzt das Obo erschöpft, da hinten kann man sich das nächste quasi ransetzen. Da werden auch immer noch weitere Händler gebaut, das sind jetzt bei 10 mit jetzt dem 11. der mit dazu kommt. Oh, die stehen still. Schlechter Rally Point, oder kein Rally Point, besser gesagt. Währenddessen, wie sieht's bei Smoke aus? Was macht seine Handelsstraße? 5 Händler aktuell. Es werden auch mehr. Wird aber hier auch gerade besucht. Hat jetzt selber da einen Turm weiter nach vorne gestellt. Baut sich auch selber gerade ein neues Obo auf, weil es benötigt wird. Weil die erste Steinquelle leer ist. Gesamt sind wir bei 43 zu 52. Militär ist Honor auch einen kleinen Schritt vorne. Hat ein paar untätige Arbeiter noch, die hier gerade ein neues Obo errichtet haben. Und seine Händler sind die sind auch noch untätig. Dafür trotzdem Rohstoff hätte gerade mehr Einkommen. Fehlt ihm gerade das Gold. Er hat aber Zugriff zu einer Goldquelle. Die muss er nur mal angraben. Und man muss auch dazu sagen, natürlich die. Wo ist es? Da hinten ist es. Genau, die Mangudai kosten 40 Gold. Ist jetzt nicht mega viel. Kann man sich recht gut lassen. Kosten hauptsächlich Nahrung. Darum ist die Nahrungsversorgung sehr, sehr wichtig. So, da die Handelsroute hat das gemerkt. Er hat auf jeden Fall gemerkt, dass die einen dumm rumstehen, aber der Rally Point ist immer noch schlecht. Jetzt hat er den Rally Point gesetzt, man sieht die blaue Linie mit der Fahne. Weiß man, das Ding geht dahin. Sein Khan ist jetzt wieder respawned. So, währenddessen Smoke, einfach auch mit mehr Mangudais mit seinem eigenen Khan. Schmiede ist auch da hinten mit dabei. Erforscht auch gerade noch das. Oh, das Belagerungstürme-Upgrade. Holt er sich mit dazu. Will er tatsächlich Rammen bauen? Ja, er baut hier auch eine. Ah, das ist eine. Er fängt die sehr früh an, weil die Rammen sind langsam, bis die über die
über die Map laufen, das dauert. Aber damit hat er tatsächlich mal eine vernünftige Waffe gegen die Türme, die überall rumstehen. Also immerhin etwas. Problem ist, er kriegt jetzt hier gleich einen richtig ordentlichen Mangudai Rumbai ab. Das ist wieder bei seiner Handelsroute. Ein Händler ist da noch. Der Händler kommt übrigens auch in die Türme rein. Hat das geschafft rechtzeitig. Also auch noch ein Punkt hier kurz zwischen. Die Handelsroute wird also wieder mal etwas unterbrochen. Der Khan läuft jetzt hier auch mitten rein. Das sind auch die Dorfbewohner noch in Gefahr. Also da macht Honor jetzt doch... Oh ja, da sammelt sich der Schaden ziemlich. Das sind einige Dorfbewohner, die es hier wisst. Da verliert Smoke gerade mehr und mehr. Und seine eigenen Mangudais sind gerade noch nicht wirklich am Start. Das ist ein kleiner Trupp von nachproduzierten Einheiten. Der wird auch noch getroffen. Also Honor farmt hier gerade fröhlich Kills. Für Smoke sieht das gar nicht gut aus. Fällt er mich weiter zurück. 61 zu 41 ist momentan der Wirtschaftszustand. Er hat diese Türme. Da wird Honor mit seinen Bogenschützen nicht durchkommen. Aber er hat auf jeden Fall einige wichtige Einheiten gerade gesniped. Die Antwort kommt jetzt von Smoke mit dem eigenen Trupp. Er hat auch eigene normale Bogenschützen mit dabei. Und er da rollt die Rammel los. Aber wie gesagt, das Ding ist langsam. Das dauert ein bisschen, bis das irgendwann kommt. Aber sie ist ziemlich zäh. Und sie macht sehr viel Schaden auf Gebäude. Ziemlich gleich an dem Ding. Also 5 Attacks. Dann ist der Turm down. So, aber Honor hat gerade das dritte Zeitalter betreten. Und da ist momentan Smoke noch weit weg. Also er konnte zwar in der Bevölkerung mithalten. Aber irgendwo fehlt ihr das Geld halt dann doch. Weil Honor hat die ganze Zeit mehr Geld gesammelt. Was wir überlegen, wo er das Ding hingestellt hat. Das ist ein Gebäude, das finde ich irgendwie immer nicht so leicht. Da ist es doch. Da ist das Kugelteil. Und das ist natürlich mega wertvoll jetzt für so einen Fight. Mangudais gegen Mangudais mit einem Kugelteil mit dabei. Der Gegner hat keine Chance. Weil das ständig ein Fight ist, der sich sehr auf kontinuierliche Damage verlässt. Aber es ist Smoke, der zuerst mit dem Angriff kommt. Weil es natürlich sieht nicht so gut aus, wenn er noch im zweiten Zeitalter drum hängt. Vor allem je länger er im zweiten Zeitalter drum hängt, desto unangenehmer wird das. Weil da sehen wir auch, da kommt das nächste Upgrade. Da kommen die Veteranen-Mangudais gleich und dann machen die ein gutes Stück mehr Schaden. Von 11 hoch auf 14. Und zudem auch mehr HP, 20 mehr. Also die halten auf jeden Fall mehr aus und aktuell Honor wartet noch einen Augenblick. Zieht vor allem auch seinen Kohl-Teil hier mit dazu. Er weiß ja, dass er den Vorteil hat, dass er im dritten Zeitalter ist, aber sein Gegner nicht. Und er will eigentlich quasi, dass der Gegner hier reinpusht. Das würde er sich wünschen, weil dann kann er den besten Fight nehmen, den er irgendwie kriegen kann. Er hat trotzdem eine recht solide Truppe. Muss man dazu sagen, opfert jetzt aber erstmal hier einen ganzen Haufen an Dorfbewohner für diesen Zweck, um den Fight da zu finden. Wenn das in die nächste Ramme ist unterwegs und räumt den Turm ab. Und irgendwann ist die Frage, wann hat Honor da die Schnauze voll? Okay, da kommen noch ein paar weitere Bogenschützen angelaufen. Die werden jetzt erstmal komplett überrannt. Das heißt, Smoke merkt jetzt, okay, das ist die Armee, die mein Gegner hat. Und versucht jetzt eben mit seinen ganzen eigenen. Er hat so viele Bogenschützen, sowohl beritten als auch nicht beritten. Es geht in den direkten Fight. Und die Mangudai, ja, versuchen natürlich wegzurennen, aber die Bogenschützen können nicht wegrennen. Die werden sofort zerstört und komplett zerstört. Die sind alle weg. Jetzt ist ein Mangudai gegen Mangudai Fight. Aber die eine Seite hat halt die deutlich stärkeren Einheiten, was das betrifft. Die Dorfbewohner helfen auch nochmal aus mit dem Turm. Und da wird Smoke ziemlich abgerundet. Dann sieht das gerade auch so ziemlich übel aus wie ihn. Er ist nach wie vor im zweiten Zeitalter. Er verliert den Fight dermaßen deutlich und macht eigentlich keinen wirklich relevanten Schaden. Er hat ein paar Dorfbewohner mitgenommen, aber am Ende ist es nicht genug. Und das sieht auch so, da ist das GG von Smoke. Und Honor ist damit noch eine Runde weiter. Damit in den besten 128 ist es, glaub. Ja, hatten die, da kann man, glaube ich, in die Statistik gucken. Der Zeit, den man sieht, eben Honor hat geführt und das eigentlich die ganze Zeit weitergecarried. Und gerade eben das dritte Zeitalter war dann sehr verheerend. Man sieht, wie krass der Fight ausgegangen ist mit den Einheiten. Er war auch die ganze Zeit in den Dorfbewohnern vorne. Hat dann am Ende, ja, die hat er noch geopfert. Da sind tatsächlich recht viele draufgegangen. Aber er hat dann einfach im Militär so viel mehr. Und es war ein kompletter Walkover-Fight für ihn. Da hat er einfach Smoke nichts, was er dem entgegensetzen konnte. Und entsprechend der Stick für Honor hier.